Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Oh Gott, ist meine Frisur wie ruiniert, sehe ich gerade. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema, ja, wie verbringe ich die Off-Season, aber auch insbesondere geht es um das Thema Routinen schaffen, ne? Wir kennen das ja alle, wir haben alle gewisse Routinen, manche sind gut, manche sind schlecht. Und heute gebe ich euch da einfach so ein paar Tipps mit zum Mountainbiken und am Ende noch so ein kleines, ja, wie sagt man, Fazit, Zusammenfassung zu diesem Thema, denn es gibt da tatsächlich einen ganz wichtigen Knackpunkt bei Routinen, den einige vergessen, aber mehr dazu später im Video. Viel Spaß beim Schauen. Das ist rutschig, Leute. Wie auch in vielen anderen Lebensbereichen ist es beim Mountainbiken so, dass die Dinge erst wirklich Spaß machen, wenn man nicht mehr so viel drüber nachdenken muss. Und genau das nennt sich dann Routine. Leute, aber wenn ihr auch keine Trailrunden zur Verfügung habt, weil die Trails im Winter nicht befahrbar sind oder was auch immer, könnt ihr trotzdem Routinen implementieren. Und zwar theoretisch die 5 Basics, die der Thomas schon mal mit euch gemacht hat oder das Bordstein-Video oder halt einfach die absoluten Basics, wie einfach hier Trackstand üben, Vorderradimpuls, Hinterradimpuls, Bunnyhop, Kurven fahren, offene Kurven fahren und all solche Sachen. Pushen kann man gut üben. All die Sachen könnt ihr theoretisch hier einfach im Flat üben. Und ihr habt dann trotzdem etwas auf eurem Mountainbike gemacht und startet auf jeden Fall nicht einfach in die neue Saison und habt 3 Monate kein Fahrrad gesehen. Deswegen, Leute, wenigstens ein bisschen Basics machen. Es macht doch einfach Spaß, draußen in der Natur zu sein. Es bringt auf jeden Fall etwas. Schlussendlich, was bringt es uns eigentlich, wenn wir uns Routinen aneignen, um irgendwelche Ziele, welche es auch immer sein mögen, zu erreichen? Das Ding ist, wenn wir Sachen in unserem Leben verändern wollen, dann brauchen wir meistens erstmal Disziplin dafür. Und Disziplin braucht irgendwie immer viel Energie. Habt ihr nicht auch das Gefühl? Kannst ja mal für dich selber überprüfen, ob du nicht irgendwie Disziplin auch manchmal ein bisschen anstrengend findest. Allerdings ist es so, wenn wir Routinen oder Gewohnheiten haben, die unserem Ziel dienen. Das heißt, wir wissen genau vorher, was wir tun wollen und wissen dann, okay, wir tun A, B und C und dann kommt da D raus. Dann haben wir Gewohnheiten und Routinen, die uns sozusagen die Disziplin so ein bisschen abnehmen. Denn sobald wir etwas zur Gewohnheit werden lassen, braucht es keine Disziplin mehr und es ist auch irgendwie nicht mehr anstrengend. Also vielleicht kennt das jemand von euch, wenn er sich zum Beispiel angewöhnt hat, genug Wasser zu trinken. Irgendwann ist es so, dass man gar keine Energie mehr braucht, das Ganze umzusetzen, sondern man schafft es einfach so, weil man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Und dann ist das Ganze auch überhaupt nicht mehr anstrengend. Um irgendetwas Großes also zu erreichen, brauchen wir viele kleine Routinen, die uns am Ende dorthin führen, wo wir hinwollen. Wenn wir nur das große Ziel vor Augen haben und vergessen, irgendwie Routinen einzubauen, die uns dorthin führen, wo wir hinwollen, haben wir also oft das Problem, dass wir das Ziel gar nicht erreichen oder dass wir irgendwo uns auf dem Weg dahin verlieren oder es einfach zu anstrengend ist und wir es gar nicht schaffen. Das heißt, diese Regel meiner Meinung nach könnt ihr anwenden auf alles, was ihr so im Leben vorhabt, und ich fand das passend,
das Video, weil wir demnächst ein neues Jahr haben und viele haben dann neue Jahresvorsätze. Und ich arbeite zum Beispiel jetzt gerade auch daran, neue Routinen zu implementieren in mein Leben, die mich dann auf die richtigen Weichen für das Jahr 2024 bringen. Und da freue ich mich einfach schon drauf. Ich hoffe, es klappt alles so, wie ich das vorhabe. Und die ersten kleinen Routinen sind schon implementiert. Es dauert natürlich immer ein bisschen Zeit, bis man Routinen sich angewöhnt hat und es zu einer ganz entspannten Gewohnheit wird. Allerdings lohnt es sich, Leute. Das heißt, vielleicht hinterfragt ihr auch mal selber eure Routinen. Ich habe eine Umfrage gemacht über das Thema zum Beispiel, wie viele Leute zufrieden mit ihrer Figur sind. Und meistens ist es ja so, wenn jemand nicht so ganz zufrieden ist mit seiner Figur, dann hat man oft Routinen, die nicht so gut sind. Könnt ihr vielleicht mal für euch selbst überprüfen, ob das bei euch so ist. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich habe so einige Routinen mir einschleichen lassen dieses Jahr, die nicht so wirklich dienlich sind meinen größeren Zielen. Aber das ganze Thema ist noch ein anderes Video. Ich hoffe, dass das ein kleiner Denkimpuls war für euch. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn es euch geholfen hat. Lasst gerne ein Abo da, denn auch im Winter wird es immer 2 Videos auf diesem Kanal geben. Wir machen da keine großen Ausnahmen, auch wenn die Videos ein bisschen anders werden, als ihr es vielleicht kennt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und viel Spaß bei euren neuen Routinen und beim Erreichen eurer Ziele. Let's go!